Moin und hallo und herzlich willkommen bei La Bestia Pesen bei Let's Play Fallout New Vegas mit mir, dem Nils. Und in Folge 2 sind wir ja stehen geblieben. War noch hier in dem Laden hier drin, haben uns so ein bisschen Munition gekauft, haben die Sachen, die wir nicht brauchten, verkauft. Da hinten kommt Sunny. Und ja, wir haben als nächste Aufgabe zur sogenannten Stadtmutti zu gehen, hier im Prospector Saloon. Gehen wir mal rein. Hallo. Hallo Sunny. So, Jetzt da ist ist er. Schluss mit freundlich. Trudy. Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert wird, hole ich meine Leute und wir brennen die Stadt nieder. Verstanden? Das werden wir uns merken. Wenn Sie also nicht kaufen wollen, sollten Sie gehen. Swanded. Ey. Sie haben ganz schön für Aufruhr gesorgt. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Willkommen im Prospector Saloon. Zeigen Sie mir mal Ihr Angebot. Ja, wir haben ja gerade eben schon alles verkauft. Beziehungsweise gekauft und haben jetzt eigentlich kaum noch was, um auszugeben. Es geht wieder weiter wie in der letzten Folge mit meinem Deutsch. Leck mich am Arsch. Ich habe hier einen Streit mit ihm gehört. Worum ging es dabei? Ich versuche die Leute zu finden, die mich angegriffen haben. Wissen Sie etwas darüber? Aber fangen wir mal damit an. Nicht viel, außer dass sie ein Haufen Schmarotzer sind, die ein paar Freirunden erwartet hatten. Allerdings habe ich sie schon zum Bezahlen gebracht. Natürlich hat einer der Großkahne versehentlich mein Radio auf den Boden geworfen. Seitdem ist es kaputt. Haben meine Angreifer was gesagt, wo sie hin wollten? Ihr Funkgerät ist mir sowas von egal. Wo sind diese Kerle? Ja, Sie immer hatten sich nett und deswegen freundlich. irgendwie gestritten. Aber der Kerl im karierten Mantel hat sie immer wieder zum Schweigen gebracht. Offenbar kamen sie aus dem Norden durch Quarry Junction. Wenn das so ist, kann man ihnen wohl keinen Vorwurf machen, dass sie nicht zurück wollen. Warum das denn? Die ganze Gegend ist voll mit Viechern, die nur stinksauer werden, wenn man auf sie schießt. Händler meiden diesen gesamten Abschnitt der I-15, als wäre er radioaktiv. Wer weiß, vielleicht ist er das sogar. Vielleicht. Wohin wollten Sie als nächstes gehen? Also Sie haben mich noch nicht. Sie haben mich, genau. Sie haben mir noch nicht gesagt, wo diese Leute hin sind. Ja. Ich konnte es nicht genau hören, aber der Anführer sprach vom Strip. Wenn der Kerl auf dem Weg dorthin die 15 vermeiden will, muss er nach Osten gehen. Den Highway 93 hoch. Highway 93. Okay. Soll ich mir mal das Funkgerät anschauen? Klar. Von außen sieht man nichts. Aber ich glaube, irgendwas da drin ist kaputt. Es wird auch was für Sie rausspringen. Ich bleibe gerne auf dem Laufenden über das, was in der Welt passiert. Und Mr. New Vegas ist so ein netter Mann. Kennen Sie den Roboter, der mich gerettet hat? Ja, Viktor kennen wir ja bereits. Interessiert mich nicht, wenn ich ehrlich bin. Geht irgendetwas Interessantes? Bla 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 bla. Ja, komm. Reden wir mal hier über den Streit mit Sieht dem aus, als wäre unsere Kopf. kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebender eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten, brauchte ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat, also gaben wir ihm den Platz zum Hinlegen. Wir hatten nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. Okay. Komisch, dass Cop Ringo nicht finden konnte. So groß ist die Stadt auch nicht. Warum töten Sie Cop nicht einfach und basta? Egal. Ich möchte über was anderes sprechen. Nee, 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 nee. Was werden Sie tun? Ein paar der anderen, Sunny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet, was er bisher noch nicht getan hat. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Wo ist Ringo im Augenblick? Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf dem Hügel verschanzt. Warum töten Sie Kopf nicht einfach? Sie Und meinen ihn basta. ermorden? Sowas machen wir nicht. Auch wenn Cobb Abschaum ist. Da kann er so viel poltern und drohen, wie er will. Okay. In Ordnung. Ja gut, was passiert, wenn ich Ringo helfe?
Wenn Sie Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten Sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde Ihnen auch Rabatt geben. Ah, das ist gut. Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn Sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Oh, das ist mir egal. Helfe ich Ringo, bin ich also in Good Springs verdient. Und was, wenn ich den Pulverbanditen helfe? Ja. Ich hätte mich jetzt sowieso entschieden für Good Springs. Passen Sie. Deshalb gehen wir jetzt mal. Erstmal hier raus. Was zum Teufel ist dein Problem? Was ist denn mit dir los, Alter? Ja, hol lieber ab, Alter. Nächstes Mal gebe ich dir einen Headshot, ey. Gehen wir mal erst hier Tankstelle zum Ringo und reden mal mit dem. So, Moment, ich wollte ja hier die 9mm. Weil die einfach viel cooler ist, ey. Da habe ich schon ein paar Headshots ausgeteilt. So, schauen wir mal. Keinen Schritt näher. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Steck die Waffe weg, Alter. Ich bin kein Feind, falls Sie das meinen. Ich sehe mich nur mal um. Sie sollten nur schießen, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie treffen. Ich bin kein Feind, falls Sie das meinen. Tut mir leid wegen der Knarre. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Wir haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt. Nee. Wussten Sie, dass ein Mann namens Joe Cobb nach Ihnen sucht? Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von einem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ich habe ein viel größeres Problem, wenn seine Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Was wollen Sie wegen der Pulverbande unternehmen? Ich tauche jetzt so lange wie möglich unter, sofern mich die Stadt nicht den Wölfen vorwirft. Allein habe ich gegen die Bande keine Chance. Vielleicht kann ich helfen. Sie brauchen einen Leibwächter. Ich wäre gerade frei. Aber vielleicht kann ich helfen. Zu zweit würden wir nicht mehr erreichen als ein gemeinsames Grab. Wenn jedoch noch ein paar andere Leute aus der Stadt an Bord wären... Ich frage mal rum, mal sehen, was ich alles auftreiben kann. Glauben Sie nicht, dass ich auf mich aufpassen kann? Fangen Sie mit Sunny Smiles an. Sie gehört zu den freundlichsten Leuten hier. Jo. Dann mit Sunny Smiles über den Kampf gegen die Pulverbanditen sprechen. Also, ich habe mir jetzt gedacht, wir haben jetzt 17.52 Uhr. Die Aufnahme habe ich, glaube ich, 17.44 Uhr angefangen, also machen wir bis 18.15 Uhr die Aufnahme. Eine halbe Stunde, das wird erreichen. Bis dann werden wir auch Good Springs. Hallo. Gut. Gerettet haben. Sunny. Hallo, bleiben Sie noch länger in Good Springs? Ich werde Ringo gegen die Pulverbande unterstützen. Könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Sagen Sie nichts weiter. Ich bin dabei. Na dann, das war ja einfach. Zu Ringo zurückkehren und mitteilen, dass Sunny blablabla. Na, das war ja einfach. Joe Cobb will uns in Ruhe lassen, wenn wir ihm Ringo übergeben. Aber ich kenne Kerle wie ihn. Früher oder später greifen sie doch die Stadt an. Allerdings sind Sie, ich und Ringo nicht wirklich eine ernstzunehmende Truppe. Eine Menge Leute hier bewundern Trudy. Wenn Sie Trudy überreden könnten, bei uns mitzumachen, würde das vielleicht ein paar der Leute hier auf unsere Seite bringen. Ich weiß, dass Easy Pete Dynamit rumliegen hat. Und Chet hat gerade Lederrüstungen reinbekommen, die wir leihen könnten. Reden Sie mit ihnen. Und die Chancen stehen gut, dass wir einige Löcher davontragen. Wäre also nicht schlecht, wenn Doc Mitchell ein paar Stimpaks springen ließe. Irgendeine Idee, wie man Trudy dazu... Blablabla. Theoretisch gesehen bräuchten wir das ganze Zeug eigentlich gar nicht. Auf Wiedersehen. Ich werde warten. Obwohl ich jetzt... sagen müsste, wenn ich jetzt beim Dock ein paar Stimpaks abgreifen könnte und die alle für mich behalte. Nee, so ein Arschloch bin ich nicht. Gehen jetzt einfach zu Ringo und sagen, ja, Sunny hier macht mit. Ich meine, 3 Stück. Wie viel würden der wohl mitbringen? Noch ein Kumpel. Und dann sind sie am Arsch.
So, Ringo. Also, wie sieht's aus? Wird Sunny uns helfen? Aber natürlich, Sunny ist dabei. Gut, dann können wir wohl los. Außer Ihnen fällt noch was ein, das Sie machen könnten. Packen wir Sunny. Gut, ich bin bereit. Hoffe ich zumindest. Wird Zeit loszulegen. Die Pulverbanditen sind zum Spielen vorbeigekommen. Wie viele sind das? Mindestens 6 mit Joe Cobb. Sehen ziemlich hart aus. Na, dann mal los. Ich lege mich beim Laden auf die Lauer. Hoffentlich schafft es die Bande gar nicht so weit. Let's go. Und ficken mir die Spaten mal fett in den Arsch, ey. So. Leute. Ah. Wieso lauft ihr dann querfeld ein? Und bleibt dann am Stein stehen. Ringo. 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 Ringo! Ach, geht schon los hier. Reicht schon? So, Nummer 1. Easy Pete, man, der auch nicht hier. Gegenstand, Zustand, Ihre Waffe ist in schlechtem Zustand. Sie ist weitaus wirksamer, wenn sie repariert wird. Sie können Gegenstände in Ihrem Pip-Boy selbst reparieren oder einen Händler aufsuchen. Für die eigenständige Reparatur müssen Sie Teile einer ähnlichen Waffe verwenden. Na los! Aua. Sonst noch einer? Good Springs vergöttert! Die Gemeinschaft verehrt sie wegen ihrer ausgiebigen Unterstützung und ihres guten Willens. Pulverbanditen verhasst die Leute, da die Leute nun wissen, dass sie böse sind, werden sie von den meisten einfach nur gehasst. Und schauen wir mal, bei denen können wir bestimmt gut was abstauben. Ja, hier ein bisschen Munition. Eine Magnum. Immer gut. Ein paar Kronkorken, ein Stealthboy, wo man wieder verkaufen kann. Ja. Ah, hier Level Up. Wir haben 13 Punkte. Machen wir mal 3 auf Dietrich. Auf Falschen machen wir 3. Auf Reparieren. Aussprache 2 und auf Wissenschaft 2. So, dann gehen wir weiter. Was haben wir denn hier so? Im Kampf fügen sie männlichen Gegnern 10% mehr Schaden zu. Zusätzliche Erfahrungspunkte, das wäre schon mal nicht schlecht. Können sie eines ihrer Spezialattribute um 1 Punkt erhöhen? Lady Killer. Na gut, das ist genau dasselbe wie eingefleischter Junggeselle, nur halt mit Frauen. Langzeitgedächtnis. Mit dem extra Langzeitgedächtnis bleiben die Boni durch Fertigkeitsmagazine 3x so lange aktiv. Also ich bin für heller Kopf. 10% mehr Erfahrungspunkte ist immer gut. Sind wir fertig hier. Dafür schulde ich Ihnen eine Menge. Nice. Hier, das gehört eigentlich der kaminroten Karawane. Aber das werde ich denen schon erklären. Keine Ursache. Haben Sie vorhin nicht erwähnt, dass Sie mich nicht sofort bezahlen können? Scheint ein bisschen wenig für meine Mühen. Ne, keine Ursache. Ein wenig bleibe ich noch, aber in ein paar Tagen bin ich weg. Wenn Sie je nach New Vegas kommen, finden Sie mich im Lager der kaminroten Karawane. Alles klar. Dann gucken wir mal hier noch die ganzen Leichen. Hier nochmal ein paar Patronen. Dynamit. Ja. Ein Kleinkaliber-Gewehr. Kann man nochmal reparieren, das andere. Nochmal ein paar Kronkorken. Haben wir hier hinten noch. Nein, Cheyenne ist gestorben. Oh, das ist ja mal uncool. Das ist mal richtig uncool. Die arme Cheyenne. Der hat gar nichts hier. Was hat der? Dynamit. Einschussflinte. Ja, wie viel Schaden macht die denn? 2,6 mal 7.
Weiß ich nicht, was das heißt. Hülse, Patronen. Eine einzige Zigarette. Wow, das bringt ja mal viel. So, ja, hier liegen noch zwei. Hackbeil. Ja, ich stehe ja nicht so auf die Nahkampfdinger. Was hat der noch? Desperado Cowboy Hut. Dynamit. Noch eine Einschussflinte. Das bietet alles gar keinen Schutz, was wir haben. Und noch ein paar Patronen. Und denn. Machen wir hier. Einschussflinte reparieren. Die macht jetzt 3,127 Schaden. Kleinkalibergewehr. Reparieren, reparieren. Bringt jetzt 9 Schaden. Oh, das war's eigentlich. Dynamit. Sowas ähnliches wie eine Granate. Und da stehe ich nicht so besonders drauf. So. Dann schauen wir gerade mal bei Status. Nichts verkrüppelt oder so. Hilfsmittel. So. Trinken wir erstmal das Wasser. Was irgendwie nichts bringt. So, dann holen wir eben ein Stimpack hier. Oder zwei. Zwei Stimpacks. Ah, nee, wollte ich gar nicht. So. Dann schauen wir mal. Aufgaben, da sind sie lang. So, aber ich wollte erst noch mit Sunny reden. Wegen Cheyenne. Aber der Easy Pete, der ist ja irgendwie auch weg, ne? Normalerweise sitzt er dann immer hier. Aber mittlerweile irgendwie nicht. Hallo. Na, Ringo, alles klar. Sunny. Jetzt sollten diese Pulverbanditen wissen, dass sie zukünftig lieber einen Bogen um Good Springs machen. Ja. Ich muss auch Prim. Können Sie mir eine Route empfehlen? Ich bin momentan etwas knapp an Grundkong. Es gibt hier wohl nicht zufällig etwas Arbeit. Was machen Sie hier? Sprechen wir über die Gebiete um Good Springs herum. Also der, mit der können wir nicht irgendwie reden. So, wir reden mal mit... Ah ne, Quatsch, wir wollen uns ja mal hier das Radio angucken. Das Funkgerät reparieren. Sie haben das Funkgerät des Prospector Salons repariert. Truly. Gut, dass das alles gelaufen ist. Mir ist es lieber, wenn es in Good Springs schön ruhig ist. Na, Standard. Zeigen Sie mir mal Ihr Angebot. Wer war der Mann, mit dem Sie sich gestritten haben? Das wissen wir ja schon. Ich habe das Funkgerät repariert. Ja, ich habe gehört, dass es sich wieder eingeschaltet hat, Dankeschön. Nachdem Sie damit fertig waren. Hier, ein paar Kronkorken für Ihre Arbeit. Dankeschön. Das ist alles. Wollen Sie damit andeuten, dass ich schlampig gearbeitet habe? Überhaupt nicht. Ich weiß nie genau, wie viel sowas normal kostet. Hier noch ein paar Kronkorken mehr. Das sollte dann reichen. Also, wollen Sie nicht ein paar der Kronkorken hier im Saloon ausgeben? Zeigen Sie mir mal Ihr Angebot. Für das, was Sie für uns getan haben, bekommen Sie einen Sonderrabatt. Dankeschön. Okay, wir schauen erstmal. Hilfsmittel. Nur Hilfsmittel. Okay, dann schauen wir mal. Stimpacks, hat die Stimpacks? Hilfsmittel und kein Stimpack dabei. Boah, das ist echt uncool. Aber Dynamit können wir verkaufen. Erstmal zwei. Wie viel sind die wert? 25 ist so ein Ding wert. Okay, machen wir erstmal drei. Hier. Ah. Ja, komm. Fünf verkaufen wir noch. Ja. Die anderen drei behalten wir mal. Probieren wir mal aus. Da fällt mir gerade an, ich hätte ja noch einen Staff Boy gehabt. Ich hatte die Lederrüstung gar nicht an. Ach, das ist doch nicht euer Ernst, ey. Nicht euer Ernst. Ah, Mann. Das ärgert mich jetzt. Okay. Verlassen Geben wir Sie mal. Mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Aber klar doch. Auf Wiedersehen. Passen Sie auf da draußen. So. Guten Abend. Das erste, was wir jetzt machen.
die Lederrüstung an. So. Ja, die wird uns wohl auch ein bisschen mehr Schutz geben, wie der World Overwall. Gehen wir nochmal hier rein, bevor wir uns wirklich jetzt auf den Weg ins Ödland machen. Was für ein Kampf! Hoffentlich fällt uns das später nicht auf den Kopf. Ach Quatsch, warum sollte das? Warum ist Überschussmunition? Lalala. Natürlich doch. So, der hat ziemlich viel Geld gerade. Ziemlich viel. Viel zu viel. Die Laserpistole brauchen wir nicht. Und die Plasmapistole, die behalten wir. Aber immer noch schön. World Overwall kann er haben. So, was haben wir hier? Den Stealth Boy kann er haben. Sunset Sarsaparilla kann er haben. Weil wir spielen ja nicht auf dem Hardcore-Modus. So, die Hülsen kann er von mir sagen. Munition. Energiezellen kann er haben. Alle 29. So. Und schauen wir mal, ob der noch eine 9mm hat. Hat er nicht. Dann schauen wir mal bei Hilfsmittel, wenn der Stimpaks hat. Ja, 7 Stimpaks. Scheiße. Erstmal 1. Gut, dann eben nochmal 1. 540, okay. Haben wir nochmal ein paar Stimpaks hier. 16 Stück. Je mehr Stimpaks, ein Vergnügen, mit ihnen Geschäfte zu machen. Desto besser. Immer mit der Ruhe. Okay, mach mal der Ruhe. Alles locker. Okay, dann machen wir jetzt hier die Aufgabe. Da sind sie lang. Beim Betreiber des Morave Express in Prim Informationen über den Lieferauftrag einholen, die Männer finden, die versucht haben, sie zu töten. So. Dann würde ich mal sagen, Waffe erstmal wegstecken. Und los geht's. Raus aus Good Springs. Immer schön der Straße nach. Und da unten sehen wir schon eine Stadt, Nachbarstadt. Da oben läuft was. Sieht nach einem Coyote oder sowas aus. Ja, ja. Kann sein, dass diese ganzen langen Fußwege oder so ein bisschen langweilig werden können, wenn ich kein gutes Gesprächsthema gerade habe. Das Blöde ist, das habe ich gerade nicht. Das ist das Problem. So, da vorne ist dann auch nochmal was. Und da sehe, habe ich gerade einen Typen gesehen. Glaube ich. Ah ne, das war der Spiegel von dem Auto. Na denn. So, wir müssen hier rum, aber... Aber sieht da im Haus aus, wo man rein kann. Schnelle Reise, Sie haben mehrere Standorte gefunden. Mit der Weltkarte im Pip-Boy können Sie diese direkt aufsuchen. So, hier sind noch Verbündete irgendwie. Das sind aber Pulverbanditen. Die sehen so aus. Ey, du. Verdammt, Sie schlafen besser mit einem Auge offen. War das eine Drohung? Oder wie? Hä? Ich rede mit dir, du Arschloch. Bist du hässlich, Alter. Bist du hässlich. Lass mal gucken, ob wir mal hier rein können. Das ist bestimmt was Interessantes. John Fallschirmspringen. Was haben wir denn hier so Schönes? Ein Funkgerät. Gut, können wir nicht reden oder so. Spinde. Nein! Oh, das ist uncool. Hier müssen wir demnächst nochmal dann hin. Weil alles, was verschlossen ist, kann eigentlich nur gut sein. Energiezellen, die kann man später nochmal verkaufen. Messer und Pümpel.
kann man nichts mit anstellen. Reparaturwatz, Wert 20. Das ist natürlich immer gut. Ansonsten gibt's hier drin echt gar nichts. Gut. Aber. So, das sind ja eh nur Pulverbanditen. Ja. Sachte, Fuß! Ah! Pulverbanditen verrufen. Angesichts ihres wahrlich monströsen Verhaltens sind sie in der Gesellschaft. Sie haben Karma dazu gewonnen. Interessant. So, vielleicht hat einer von denen den Schlüssel. Für... Oh, der hat eine 9mm Pistole. Kann ich die andere reparieren? Oh, und ein Stimpack. Wunderbar. Was hast du? Vielleicht hat einer den Schlüssel für den Spind. Wer weiß. So, ja, ein K-Dollar. Einschussflinte. Hülsen brauchen wir nicht. Kaliber 20. Patronen. Aber kein Schwein. Hat einen Schlüssel für den Kackspind da drin. Tja. Kann man nichts gegen machen. Dann haben wir ein Lagerfeuer. Und da ist ein Gegner. Auch noch so ein Kackpulverbandit. Oh, zwei. Aber nicht gut, hä? Bin ich gut. Aua. Verkribbelt. Leck mich am Arsch. Westlager der Pulverbanditen. Okay. NK-Dollar, Patronen, Pistole, Dynamit. Was hat der? NK-Dollar, Patronen, Pistole, Dynamit. Polizeiknüppel brauchen wir nicht. Was haben die denn hier noch so für einen Schrott? Oh. Rüstungskoffer. Soldatenoutfit, das natürlich überhaupt gar keinen Schutz bietet. Munitionskiste, Patronen und Patronen. Patronen sind einfach immer gut. Hier haben wir noch Dynamit, wo man verkaufen kann. Notiz lesen. Auf dem Zettel steht nur wenige Patrouillen in letzter Zeit hier draußen, also auch nur wenig Beute. Unsere Crew meint, wir sollten bald weiterziehen. Folgen den Schienen nach Norden, zurück zum Strip. Bist du dabei? Sind zwar nicht mehr in der Strafkompanie, aber wir halten trotzdem zusammen. Also. Was haben wir denn hier noch? Sprengstoffkiste. Dynamit. Dynamit mit langer Lunte. Ah. Ja, ich weiß, dass ich Karma. Alter! Man leckt mich doch. Mann, ey. Nicht euer Ernst. Und schon muss das Super Stimpack weg, Alter. Leck mich doch. Und wieso ist meine Framerate gerade so extrem scheiße? So, jetzt geht doch. Okay. Ich würde mal sagen, wir kommen der Stadt da immer näher. Super Stimpacker nachgelassen, ja. Du mich auch. Oh. Das ist ein Gecko. Und ich treffe nicht. Und ich treffe. Obwohl das Ding ja jetzt gerade schon ziemlich süß aussah. Ja, sorry, wenig Action jetzt in der Folge. Jo. Da vorne läuft noch ein Gecko. Und noch ein Gecko. Und noch ein Gecko, die da irgendwie was jagen.
Jo, aber die erledigen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und jo, dann sage ich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Let's Play Fallout New Vegas. Und ja, immer schön Daumen nach oben und vielleicht auch ein Abo da lassen, wenn ihr wollt. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, versteht sich. Aber bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen, euer Nils. Und den holen wir drum mit.